Herzlich willkommen zur Pressekonferenz auf der Kabinettssitzung. Über die Ergebnisse, vor allem zu Corona, informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Gesundheitsministerin Melanie Hühl und Wirtschaftsminister Uwe Leimer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Corona-Krise ist ja voll in Bayern angekommen und wir müssen uns dieser Herausforderung sehr ernsthaft und seriös stellen. Wir sind erst am Anfang dieser Herausforderung, noch lange nicht am Ende. Es ist eine große Herausforderung, und zwar in zweierlei Hinsicht, medizinisch und wirtschaftlich. Deswegen braucht es ein umfassendes Krisenmanagement, und zwar sowohl in medizinischer Hinsicht als auch in wirtschaftlicher. Und sehen Sie an meiner Seite die Gesundheitsministerin und den Wirtschaftsminister, um da einen Einzelnen drauf einzugehen. Ich sage Ihnen, es gibt keinen Anlass zu Panik, aber doch zu sehr ernsthafter Sorge. Wir müssen diese Herausforderung sehr ernst nehmen und entsprechend reagieren, um zu verhindern, dass ähnliche Situationen wie in Italien eintreten, wie Sie ja aus gestern in den Nachrichten entsprechend gehört haben, wo das gesamte öffentliche Leben jetzt nahezu zum Stillstand kommt. Wichtig ist, nicht zu spät zu reagieren, die Herausforderung nicht zu unterschätzen und sich auf keinen Fall wegzuducken, sondern diese Sicherheitsherausforderung anzunehmen. Deswegen richten wir alle staatlichen Stellen darauf, mit vollster Konzentration auf diese uns jetzt Situation einzustellen. Es ist ganz wichtig, dass wir eines wissen müssen, wir hoffen auf das Beste, aber wir stellen uns auf Schlimmeres ein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für uns gilt Sicherheit an oberster Stelle. Sicherheit geht an als allererstes, es gilt das Primat der Medizin. Und deswegen darf die Bevölkerung sich darauf verlassen, dass der Freistaat Bayern alles unternimmt, im Rahmen der realen Möglichkeiten bei einer solchen Entwicklung, um hier Schutz und Unterstützung zu leisten. Wir haben uns von den Szenarien wieder, das ist der Krisenstab, den wir haben, der Krisenstab, in dem alle relevanten Ministerien, die betroffen sind, dabei sind, auch die Staatskanzlei, Florian Herrmann mit dabei. Wir sind in engster täglicher Abstimmung mit dem Bund, auch ich persönlich, bin ja eine Hunde mit Bundesgesundheitsminister Spahn, mit dem RKI, dem Robert-Koch-Institut, und wir versuchen auch, soweit es nur geht, mit den Kommunen in einer engen Verbindung zu sein. Alles, was wir sagen, auch heute, ist der Stand von heute. Wir machen tägliche Updates. Die Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Deswegen kann es sein, dass manches, was heute möglich ist, sich morgen entweder verschärft oder, wenn es dann besser werden sollte, auch wieder verändert. Deswegen ist alles, was wir tun, auf unmittelbare Sicht geleistet, aber so flexibel angelegt, dass wir jederzeit die entsprechenden Maßnahmen noch einmal deutlich entweder verschärfen können oder an einigen Stellen anders gehen können. Das ist jetzt ganz wichtig. Wichtig ist für uns auch, im Einklang mit dem Bund zu agieren. Wir haben uns bewusst entschieden, den Maßnahmen und Empfehlungen des Bundes zu folgen und sie eins zu eins umzusetzen. Wir wollen keinen Kompetenzwirrwarr unter den Ländern, keinen Kompetenzwirrwarr Bund und Länder. Und was uns ganz wichtig ist, auch jetzt im engen Gleichklang mit unseren Kommunen, den Landräten und Oberbürgermeistern, wir müssen absolute Synchronität der öffentlichen Stellen und Strategien herstellen. Was anderes würde nur zu vielen Fragen und Problemen und zu einer weiteren ohnehin erhöhten Verunsicherung der Bevölkerung führen. Deswegen ganz entscheidend, miteinander und öfters auch telefonieren, anstatt nur Schriftdeutsch zu verfassen. Auch wenn, meine Damen und Herren, der Verlauf für die meisten sich nach medizinischer Prognose als nicht sehr schlimm erweist, Melanie, besteht trotzdem ein sehr hohes Risiko für Ältere oder auch vorbelastete Risikopatienten. Deswegen, auch für jeden, der sich selber nicht in der Risikogruppe sieht, besteht immer die Gefahr der Ansteckung des Weitergebens an Eltern, Großeltern, an andere Menschen. Deswegen ist jeder ein Stück weit auch in der Verantwortung, zu überlegen, wie er sich verhält und wie er damit umgehen soll. Wir haben jetzt heute unseren Corona-Plan gemacht für den heutigen Tag. Ein Corona-Plan, der aus den zwei Teilen besteht. Medizin und auf der einen Seite Wirtschaft, auf der anderen Seite. Der jetzt Folgendes für uns vorsieht.
Erstens, wir haben die gesetzlichen Grundlagen heute nochmal gelegt in Regelverordnung, dass wir auch von staatlicher Seite entsprechende Allgemeinverfügung erlassen können, die jetzt befolgbar sind. Veranstaltungen über 1000 Besucher werden nicht mehr zugelassen. Das betrifft auch die ganzen Sportveranstaltungen, die Sie alle kennen, über 1000 ganz klar. Wir legen Wert darauf, dass es keine Tricksereien gibt, nach dem Motto, wir versuchen jetzt künstlich auf 998 zu kommen. Da gibt es schon so Überlegungen, ja, wenn wir dann eine Stuhlreihe leer lassen, ist dann anders. Keine Tricksereien bei dem Thema wächst man mit. Zweitens, bei Veranstaltungen zwischen 500 und 1000 hat das Robert-Koch-Institut, unser Landesamt für Gesundheit, der ZAF ist heute auch da, macht klare Empfehlungen, richtet auch eine Hotline ein, sodass Bürgermeister und Landräte, das geht ab morgen früh dann, nachfragen können, welche Art von Veranstaltungen sie für eher absagefähig oder würdig halten, welche weniger. Generell gilt aber, größte zurückhalten. Im Zweifel lieber absagen. Das gilt zum Beispiel für Starkgefeste. Starkgefeste fallen in eine Kategorie, die aus unserer Sicht nicht mehr vertretbar ist. Man kann Starkbier auch in 3 Monaten noch mal feiern. Starkbier kann auch in 3 Monaten getrunken werden. Es muss jetzt nicht gefeiert werden. Wir haben Verständnis für alle Herausforderungen, aber jetzt müssen wir klare Weggabelungen beschreiten und entscheiden. Und alles, was drunter ist, unter 500, soll jeder ganz privat und auch jeder Veranstalter mal für sich persönlich entscheiden, ob es jetzt die richtige und Notwendigkeit auch besteht. Ich selber zum Beispiel habe für mich auch entschieden, dass ich keine größeren Wahlkampfveranstaltungen mehr machen werde, im Rahmen der Kommunalwahl, um mich an die eigenen Vorgaben, die ich jetzt auch für andere entwickle, persönlich zu halten. Alles gilt vorläufig bis Ende der Osterferien. Wir haben jetzt also mal den Zeitkorridor definiert. Der kann dann beliebig verlängert werden oder sollte sich die Lage wieder erwarten, glaubt ihr nicht dran, vereinfachen, könnte auch theoretisch verkürzt werden. Wir als Staat gehen übrigens auch damit voran. Wir werden Opern und Theateraufführungen und Konzerte absagen. Übrigens im Gleichklang auch mit der Stadt München, nur als Beispiel. Ich habe mit dem Oberbürgermeister der Stadt München telefoniert, weil ich finde, wir sollten uns sowohl am Samstag so unterschiedliche Interpretationen beim Nockerberg, ist nicht angemessen, das jetzt in dieser Situation zu machen. Wir brauchen da alle einheitliche Linien. Lieber mal ein Anruf, SMS mehr, ein Gespräch mehr, hilft uns allen, als für zu Verwirrung zu sorgen. Der Wissenschaftsminister hat uns heute informiert, bin ich sehr dankbar, dass der Semesterbeginn der nächsten Montag wäre, der Kunsthochschulen und der Hochschule für angewandte Wissenschaft. Der ist anders als die Unis beginnen am 20.04. Wir verlegen den Semesterbeginn für die Hochschulen für angewandte Wissenschaft auch auf den 20. Warum? Weil wir einen sehr hohen Anteil internationaler Studenten haben, bei Kunsthochschulen über 20%. Wir wollen da eine klare Linie haben und da auch nicht für zusätzliche Verwirrung sorgen. Bei den Schulen, auch ausdrücklich nach der Empfehlung des Bundes und des Robert-Koch-Institutes, bleibt es bei der bisherigen Regelung. Das heißt, wir haben derzeit am heutigen Tag 52 Schulen geschlossen. Aber eine generelle Schließung aller Schulen ist aus Sicht des Bundes derzeit nicht angezeigt. Warum? Erstens einmal, weil es hier auch tatsächlich um Teil unserer Infrastruktur geht. Es gilt übrigens für alle anderen Bereiche, U-Bahnen, Arbeitsstätten und ähnliches mehr. Wir wollen, dass die öffentliche Ordnung erhalten bleibt. Das ist ganz wichtig. In den Zeiten, in denen wir sind, muss öffentliche Ordnung, muss kritische Infrastruktur erhalten und handlungsfähig bleiben. Deswegen macht es Sinn, auch Kabinettssitzungen zu haben, Parlamentssitzungen zu haben. Es braucht keine Besuchergruppen, aber es ist wichtig, die kritische Infrastruktur komplett handlungsfähig zu behalten. Und deswegen auch die Schulen, da sind alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden. Melanie, du kannst es vielleicht dann auch noch ergänzen, weil da gibt es sicher Nachfragen. Aber da ist die Empfehlung des Bundes, dies nicht zu tun. Es geht auch für die Kommunalwahl nicht gleich. Nur meine dringende Empfehlung noch einmal, die Kommunen sind ja da bis sozusagen, Herr Hedefeinig gesagt, bis Samstag noch in der Lage, Briefwahl zu machen, Briefwahlunterlagen. Wer Sorge ist und wer sich unsicher fühlt, da ist Briefwahl jetzt eine perfekte Möglichkeit, das kann man ja direkt abholen und dann dort auch einschmeißen. Das wird gemacht. All die Maßnahmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die da jetzt zum heutigen Tag getroffen werden müssen und wer weiß, was noch kommt, bitte einfach um Verständnis. Es ist alles vorbeugend. Unser Mediziner an der obersten Stelle, Herr Zapf, der vor wenigen Tagen seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, bat ihn uns zu einem, wie der Bund, das Geschehen zu verlangsamen. Im Vergleich zu Italien, die das am Anfang wohl etwas unterschätzt haben und jetzt umso drastischer eingreifen, muss die Strategie in Deutschland sein, früher anzufangen, versuchen einzudämmen, die Probleme
runter zu zoomen, in der Hoffnung, dass man dann eine entsprechende Verlangsamung und weniger gestresstes des Gesundheitssystems hat. Das ist das Ziel, was wir haben. Und bitte einfach jetzt alle unterhaken. Verständnis dafür haben. Verständnis für Sorgen haben von Leuten, die das auch emotional stark betrifft. Verständnis haben für die ganze Herausforderung, die dahinter steht. Dass man mal ein Fest verschieben muss, so gern und lieb uns diese Brauchungsfeste auch sind und wir wirklich gern hingehen würden. Aber im Moment gilt einfach ein Primat der Sicherheit. Jedenfalls für den Freistaat Bayern möchte ich das so klar formulieren. Und danke auch den Partnern, auch den Koalitionspartnern wirklich sehr, dass wir da eine einheitliche Linie haben. So. Was ich noch sagen möchte zum Thema Medizin und Materialien. Wir sind mit dem Bund gemeinsam dran, alle Materialien zu besorgen. Melanie Hunger koordiniert da täglich, kann man sagen, um auch die entsprechenden Materialien, Tests und Ähnliches zu bekommen. Die Unikliniken werden eng eingebunden zur Entlastung der normalen Kliniken. Das ist eine Zusage des Wissenschaftsministers. Und wir werden in den größeren Städten im Laufe der Woche auch so zentrale Teststellen einrichten, zur Drive-In-Möglichkeit, um auch die Tests zu beschleunigen. Weil übrigens ja gerade die Gefahr besteht, wie lang dauert das, was macht man in der Zwischenzeit. Und für den Betroffenen selber, wenn ich das sagen darf, ist es auch emotional wichtig, dass er relativ schnell Klarheit darüber hat, für sich und sein persönliches Umfeld. Und an der Stelle ein Dank noch an unsere Gesundheitsämter. Die machen da großartige Arbeit. Danke auch an alle Ärzte und Pflegekräfte, die da im Moment groß mithelfen. Und wenn es im Laufe der Zeit noch notwendig sei, nachzusteuern, auch finanziell für genau die Zielgruppen, werden wir das tun. Zweiter Teil, der dann bei Hubert Aiwanger steht, ist Wirtschaft, meine Damen und Herren. Dort ist die Krise mindestens so groß, wenn nicht sogar größer angekommen, jetzt schon in der Realität. Sie haben die Situation in den Börsen erlebt. Wir erleben das gerade unsere Automobilindustrie, Maschinenbau, nahezu auch in einer ähnlichen Situation ist, denn wenn China zum Stillstand kommt, kommt auch quasi der deutsche Autobau fast zum Stillstand. Wir befürchten, dass aus den Börsenentwicklungen eine absolute Finanzkrise entstehen kann, eine neue Bankenkrise entstehen kann. Aber ganz zu schweigen von Tourismus, von Messen, Handel, von Verkehrswesen, wo im Moment von einem Schlag auf den anderen nahezu ganze, also fast 80-90% wegbrechen. Dies ist eine auch sehr ernste Situation. Der Staat muss hier handeln, allerdings klug. Wir haben am kommenden Freitag unseren bayerischen Wirtschaftsgipfel, der Wirtschaftsminister, meine Wenigkeit, noch einige andere Minister dabei sind, wo wir mit den Spitzen der bayerischen Wirtschaft, vor allem der bayerischen Wirtschaft, IHKs, Handwerkskammern, also allen Partnern, die wir da haben, noch einmal den weiteren Fahrplan besprechen. Für uns war jetzt wichtig, folgende Weichen schon zu stellen. Das erste war in Berlin das Kurzarbeitergeld. Wir haben uns in Bayern dafür eingesetzt, und ich bin den Koalitionspartnern sehr dankbar, dass sie dem auch gefolgt sind, dass Kurzarbeit, das wird jetzt der Woche schon im Gesetz, also in der Bundesregierung beschlossen, und zwar zu 100% die Übernahme der sozialversicherungspflichtigen Beiträge. Dies ist ganz entscheidend. Dies hilft der Wirtschaft. Das Kurzarbeitergeld war eine der Instrumentare, die Finanzkrise zu überstehen, 2008, 2009, weil du musst nicht gleich entlassen, du bleibst im Spiel. Du bleibst im Spiel mit den Mitarbeitern und es führt nicht zum totalen Einbruch und totaler Verwerfung. Du kannst übrigens im Falle einer Konjunkturerholung mit deinen Leuten weitermachen. Kurzarbeit ist das zentrale kurzfristige Instrument. Das wird jetzt auf den Weg gebracht. Zweitens sind Liquiditätshilfen. Da hat der Wirtschaftsminister mit dem Finanzminister schon dankenswerterweise vorgeschlagen für Bayern. Wir haben ja schon ein riesiges Umfeld von sehr vielen Millionen bei der LFA. Das wird noch einmal erweitert und dann schon 100 Millionen plus, sage ich mal. Wenn der Bedarf ist, wird es ständig nachgesteuert werden können. Das ist kein Problem, das können wir machen. Der Bund macht Ähnliches, um die Liquidität zu halten. Im Moment geht es nicht um Investitionen, die bringen keinem was. Im Moment geht es ausschließlich um die Liquidität der Firmen zu halten in dem Bereich. Und dazu gehört auch noch, dass wir bei Steuerstundungen, die sind, gerade im Corona-Fall das Ziel haben, die hohe Zinsbelastung, die wir derzeit haben, da deutlich zu reduzieren. Sie wissen, da gelten 6% Zinsen. Das ist ein Hemmschuh für die Liquiditäts- und Steuerstundensteuerung, die wir haben. Ich glaube, dass es am Ende ein Konjunkturpaket brauchen wird, national wie bei uns. Der Vorschlag, den ich heute aber gelesen habe, jetzt investieren wir ein bisschen mehr in Straßen, ist kein Konjunkturpaket, das hilft. Dies muss strategisch genau überlegt werden, wo wir einen entsprechenden Push-Effekt bekommen können zur Stärkung unserer Möglichkeiten. Wir haben außerdem das schon im Grunde genommen, die Heiterkeit ist schon ein Konjunkturpaket. Ich denke, es wird eins im Laufe des Jahres dazu brauchen, eher schneller denn später. Ich sage Ihnen deswegen auch, wir haben auch gestern im Koalitionsausschuss, wenn ich das sagen darf, auch vereinbart, dass wir gehen nach den Steuerausfällen jetzt dann aus in der nächsten Zeit, von schweren Steuerausfällen.
Wir werden auch unsere Haushaltsplanung spätestens nach der Mai-Steuerschätzung dementsprechend anpassen. Ich schließe da nichts aus an Herausforderungen, weil ich glaube, das ist da ein pandemisches Entwickeln weltweit. Wenn Sie gerade erleben, wie andere Länder jetzt auch sehr, sehr weit reagieren, mittlerweile auch in den USA wird das alles überlegt, können wir davon ausgehen, dass das erhebliche Auswirkungen haben wird. Deswegen müssen wir uns dann aus einer wirklich internationalen Störung des Gleichgewichts überlegen, wie man damit letztlich umgeht. Das werden wir dann aber entscheiden. Letzter Satz von mir. Ich bedanke mich sehr bei den Ministern. Wir haben ein sehr hohes Problembewusstsein, ein hohes kooperatives Verhalten. Und zwar, wie gesagt, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Das müssen wir jetzt auch haben. Das ist eine ernste Situation. Wir wollen nicht überdrehen bei der Sache. Wir wollen nicht die Leute unsicher machen. Es gibt auch keinen Anlass für Hamsterkäufe mehr. Aber es gibt halt einfach Anlass für vollste Konzentration. Ja? Und für tägliches Abstimmen mit allen Beteiligten. Und Unterstützung vor Ort, damit die Leistungen getroffen werden können, die notwendig sind. Deswegen nochmal danke allen, die mithelfen. Danke, die ihr da mitmachen. Es ist jetzt eine Situation, wie ich sie so noch nicht erlebt habe. Man schon andere Krisen gehabt, ob Ehek oder Schweinegrippe. Dies ist schon eine international echte Herausforderung. Und wenn man sieht, dass uns die Experten aus China sagen, dass die Zahl der Infektionen dort deswegen zurückgeht, weil sie eine so drastische Änderung des öffentlichen Lebens haben, dann ist unser Ziel, zu solchen Maßnahmen in Deutschland nicht greifen zu müssen. Und deswegen gehen wir jetzt heran. Aber keiner kann Ihnen hundertprozentig vorhersagen, wie es in den nächsten Wochen wird. Aber dass wir uns zu 100% darauf konzentrieren, dass wir alles dafür tun wollen, das Beste, den höchsten Schutz zu erreichen, das kann ich nicht wissen. Vielen herzlichen Dank. Das Wichtige für uns ist, dass die Gesundheit der Bevölkerung in Bayern oberste Priorität hat. Und deswegen fragen wir uns tagtäglich auch im Krisenstab und darüber hinaus, welche Maßnahmen sind notwendig, um das möglichst gewährleisten zu können. Und deswegen ist es auch immer wieder notwendig, die Maßnahmen anzupassen an das Tagesaktuelle. Und deswegen haben wir uns heute auch im Kabinett sehr intensiv damit beschäftigt, dass wir einerseits anschauen die Bundesebene, andere Länder, und was bedeutet das auch für die Zahlen, für die steigenden Zahlen an Corona-Fällen in Bayern, was es gilt zu handeln und wie gilt es zu handeln. Uns ist dabei wichtig, dass wir das öffentliche Leben nicht komplett lahmlegen wollen. Das heißt, dass jeder auch noch zu seinem Arbeitsplatz kommen soll, aber gleichzeitig er sehr wohl jeder Einzelne auch überlegen kann, muss ich zu dieser Veranstaltung, brauche ich dies, brauche ich jenes oder bin ich da einfach jetzt zurückhaltend und was können wir auch als Staat tun. Deswegen haben wir uns zu diesen Maßnahmen entschlossen, nicht nur eine Empfehlung für Veranstaltungen mit 1000 Personen oder über 1000 Personen auszusprechen, sondern wirklich zudem mit einer Allgemeinverfügung zu einem Verbot der 1000 Besucherveranstaltungen zu gehen. Damit auch hier Klarheit für ganz Bayern da ist, weil ja vielfach dann immer die Nachfragen kamen, was geht jetzt noch, was geht nicht, bin ich im geschlossenen Raum, bin ich draußen und. Und deswegen haben wir uns, weil wir die letzten Tage doch viel Nachfragen bekommen haben, zu dieser Klarheit entschlossen. Gleichzeitig wird es aber für kleinere Veranstaltungen eben die Möglichkeit geben, für die 500 bis 1000, die wir auch kritisch sehen, aber wo man sagt, okay, da gibt es Kriterien, wo man auch überlegen kann. Ist die Möglichkeit, dass es stattfindet, nicht stattfindet und auch die Möglichkeit, sich dann als Bürgermeister, als Landrat, als kommunaler Vertreter auch hier in der Hotline ab morgen bei uns nochmal eine Rückendeckung zu holen, wie damit umzugehen ist. Was für mich auch wichtig ist, neben den Veranstaltungen, die wir hiermit in meinen Augen klar geregelt haben, der Bereich auch der Schulen, weil da auch immer wieder Nachfragen kommen. Ist es verhältnismäßig, dass wir sagen, wir schließen nicht alle Schulen und lassen, oder müssten wir an dem Punkt jetzt schon sagen, alle Schulen zu schließen? Wir haben uns bisher dazu entschlossen, ich sage bewusst bisher, dass wir da, wo ein Risiko da ist, wenn ein Schüler zum Beispiel eben in den Faschingsferien in einem Risikogebiet, zum Beispiel in Südtirol im Urlaub gewesen ist, dass der dann 14 Tage, das ist so die Inkubationszeit, eben nicht die Schule besucht und da mögliche Ansteckungsketten durchbrochen werden. Dass wir andererseits, wenn in einer Schulklasse ein Verdachtsfall da ist, diese Klasse die Schule nicht besucht, bis der Schüler klar ist, ist er
positiv oder ist er nicht positiv. Und dass dann, wenn das entschieden ist, der Schulleiter mit dem Gesundheitsamt vor Ort klärt, ob die komplette Schule zu schließen ist, wenn eben ein bestätigter Fall vor Ort ist, oder ob vielleicht auch zwei Schulgebäude da sind, wo man das trennen kann, aber vom Grundsatz her, wenn es einen Verdachtsfall gibt, bleibt die Klasse zu Hause, bis der ausgeräumt ist. Wenn ein positiver Fall da ist, wird in der Regel die Schule komplett geschlossen, es sei denn, es ist deutlich unmöglich, es zu trennen. Bei den Kindergärten gilt dasselbe. Auch hier haben wir diese Maßgaben an die Kindergärten weitergegeben. Mit heute Vormittag ist übrigens ganz Italien Risikogebiet geworden. Das ist auch neu. Hat heute früh Vormittag Robert-Koch-Institut ganz Italien zum Risikogebiet erklärt. Das heißt, dass die Schüler, die die letzten 14 Tage in Italien waren, eben schauen müssen, die restlichen Tage der Inkubationszeit auch dann entsprechend noch zu Hause zu bleiben. Alles weitere an Maßnahmen mit dem Semesterbeginn, dass wir unsere eigenen Veranstaltungen als Staat hinterfragen und absagen, sei es Staatsober und. Diese Maßnahmen sind deshalb so notwendig. Wir wollen weiter auf das Eindämmen des Virus setzen. Das ist mir an der Stelle ganz wichtig, die Infektionsketten möglichst zu durchbrechen, Ansteckungen zu vermeiden, weil es auch darum geht, dass wir nicht nur diejenigen, die vielleicht nur einen milden Verlauf haben, schützen, man sagen könnte, okay, ist doch gar nicht so schlimm. Nein, schauen Sie sich mal an, welche Menschen besonders gefährdet sind. Das ist die ältere Bevölkerung oder diejenigen, die vom Immunsystem her vielleicht geschwächt sind, vielleicht weil sie gerade eine Krebserkrankung durchmachen und. Und wir müssen vor allem diese Bevölkerung schützen und deswegen ist es notwendig, dass die Gesamtbevölkerung mit Maßnahmen hier dafür sorgt, dass wir diese Bürger bestmöglich auch schützen können, dass diese Infektketten möglichst gar nicht eben hier auf die ältere Bevölkerung zurollen. Das ist das, was uns dabei an der Stelle so entscheidend und wichtig ist. Natürlich sind wir auch in unserem System da und dort, wo wir merken, dass wir auch da fragen müssen, schaffen wir es nicht. Ich bin der Auffassung, dass wir Gesundheitsämter, die vielleicht seit 7 Wochen wie im Starnberger Bereich schon hier aktiv und belastet sind, die werden wir jetzt mit anderen auch unterstützen. Das heißt, dass wir auch punktuell hier immer wieder, wenn auch mal Fragen auftreten, wir haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung vereinbart, dass die ihre 116, 117 Nummer nochmal personell massiv verstärken, dass da die Wartezeiten nicht mehr so lange sind. Wir werden unsere eigene Hotline nochmal verstärken. Wir haben mit dem Wissenschaftsministerium gesprochen, dass nochmal Laborkapazitäten ausgebaut werden können und. Das sind eben auch wichtige Maßnahmen im täglichen Ablauf, aber wir können nicht vermeiden, dass es auch da und dort mal zu etwas Wartezeiten kommt. Aber dann bitte ich einfach auch hier geduldig zu sein, zu Hause zu bleiben, bis dann auch Ergebnisse da sind, bis der Weg geklärt ist. In dem Sinne tun wir das Bestmögliche für den Schutz der Bevölkerung, auch wenn wir heute, Stand heute, alles tun, was in unserer Macht steht, aber noch nicht wissen, ob wir damit wirklich sozusagen den Weg komplett abschneiden können. 100%igen Schutz wird es leider nicht geben, aber wir tun unser Möglichstes auf allen Ebenen mit allen Kabinettskollegen im Krisenstab auch zusammen. Vielen herzlichen Dank an alle, die mithelfen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist natürlich immer schade, dass uns jetzt der Coronavirus eigentlich einen wirtschaftlichen Aufwärtstrend verhagelt. Wir hätten ja für 2020 in Bayern wieder eine Wachstumsrate von 1% in Aussicht gehabt. Also es wäre wieder aufwärts gegangen nach all den Verunsicherungen der letzten Zeit, Brexit und so weiter. Aber jetzt trifft es uns wirklich hart und es trifft auch die kleineren Betriebe. Es sind ja die Hauptbetroffenen schon genannt. Losgegangen ist es ja über die Messen, wo zunächst mal internationales Publikum ausgeblieben ist, wo man aufgrund der Geschäftsbeziehungen mit China und dergleichen zuerst abgesagt hat und die Einschätzung trifft hinzu, dass bis Mitte Mai wohl keine Messe mehr in Bayern stattfinden wird. Gleichwohl, Licht am Ende des Tunnels, die Chinesen beginnen schon wieder Messen zu planen in einigen Wochen. Die genauen Daten sind so noch nicht bekannt, aber dort werden jetzt die Maßnahmen nicht nochmal weiter verschärft, sondern dort sieht man schon aufgrund der dortigen Maßnahmen, dass wohl das Infektionsgeschehen zurückgeht und die Wirtschaft wieder zu laufen beginnen soll. Das ist die große Hoffnung, dass wir hier dann eben zeitversetzt uns hier wieder mit draufsetzen können.
Wir sehen ja vor allem die Einbrüche und Einbußen im China-Geschäft. Ich erinnere daran, dass China ja unser wichtigster Handelspartner ist mit rund 17 Milliarden Euro Importe und Exporte in etwa gleich hohe Zahlen. Also China, der wichtigste Handelspartner Bayerns. Es war in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte und jetzt hängt eben auch die Betroffenheit vor allem damit zusammen. Genauso sehen wir natürlich die Einbrüche mit Italien. Auch Italien ein sehr wichtiger Handelspartner für Bayern und sehen diese Abriegelung jetzt eben Italiens auch eben als großen Schlag für die bayerische Wirtschaft. Trotzdem, die medizinischen Aspekte gehen vor und die Wirtschaft muss das so zur Kenntnis nehmen. Wir sehen große Einbrüche im Bereich der Hotellerie und Gastronomie, also große Stornierungsraten von teilweise deutlich über 50% bis ja, zu der Auswirkung, dass viele Menschen nicht mal mehr zum Essen ins Gasthaus gehen und damit eben auch dort die Zahlen kaputt gehen, die wir vor 3 Wochen noch ganz anders gesehen hatten, wo Bayern ja den Tourismusrekord verkündet hat mit 100 Millionen Übernachtungen und Wachstumsraten von 5% pro Jahr. Leider ist das jetzt eben kurzfristig kaputt gemacht worden und schauen wir, wie es weitergeht. Die Hoffnung ist natürlich, dass es mit der wärmeren Witterung, aber das mögen dann die Mediziner belehren, ab Mai hoffentlich wieder besser wird und vieles von dem, was uns heute wirtschaftlich ausgeblieben ist, teilweise nachgeholt werden kann. Wir sehen auch all die Branchen, die am Messewesen dranhängen, von den Caterern bis zu den Busunternehmen, bis zum Taxigewerbe, bis hin zu den Messebauhandwerkern, eben eine massive Betroffenheit. Trotzdem ist die bayerische Wirtschaft in engster Abstimmung mit uns, mit unseren Maßnahmen sehr zufrieden. Im Rahmen des Möglichen tun wir, was wir tun können, haben das auch sehr früh vorbereitet, haben also der Krise nicht hinterherlaufen müssen, sondern waren vorher gewappnet, haben vor allem eben das System aufgezogen, dass Betriebe, die wegen Corona in Schieflage geraten, weil Lieferketten unterbrechen und dergleichen mehr, eben zu ihrer Hausbank marschieren. Die Hausbank dann in Rücksprache mit der LFA-Förderbank hier auch Kreditrisiken übernehmen kann, Überbrückungskredite geben kann und jetzt eben mit Beschluss von heute das Kabinett auch 100 Millionen Rückbürgschaft freigegeben hat dafür, dass eine LFA-Förderbank sich wieder auf den Freistaat Bayern berufen kann und sagen kann, okay, ich stehe hier mit Mitteln zur Verfügung und wir wollen die Risikobewertungsmaßstäbe nicht zu hoch anlegen, sondern wollen entgegenkommend die ja, Überlebensfähigkeit der Betriebe sichern, weil wir ja mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich die Lage dann doch wieder beruhigen wird und wir die Unternehmen jetzt nicht in die Insolvenz rasseln lassen wollen, sondern eben dafür sorgen, dass die dann, wenn die Krise rum ist, wieder voll losmarschieren können. Und dazu ist auch lebenswichtig und danke auch an den Koalitionspartner, dass das in Berlin so beschlossen werden konnte, dass die Kurzarbeiterregelung hier sehr praxistauglich und sehr unternehmensfreundlich angewendet werden kann. Das heißt, die bisher geltende Drittelregelung ist nicht mehr im Einsatz, die da lautet, dass ein Drittel der Beschäftigten Kurzarbeit machen müssen, damit man überhaupt die Kurzarbeiterregelung anwendet, sondern die gilt jetzt bereits ab 10% und eben die Übernahme der Sozialabgaben, damit die Unternehmen hier wirklich größtmöglich und zeitnah entlastet werden und eben, sobald es wieder aufwärts geht, wieder mit voller Mannstärke antreten können und nicht bis dorthin Personal entlassen hätten müssen oder gar insolvent sind. Und der Freistaat Bayern bewegt sich auch hier bis an die Grenze des Machbaren in puncto Stundung von Steuervorauszahlungen und Stundungen von Steuern generell, also dass wir Steuervorauszahlungen reduzieren können, wenn die Betriebe hier das glaubhaft schildern, dass eben die Einnahmen zurückgehen und dass wir auch Stundungen nicht mehr eben mit diesen besprochenen 6% beziehen müssen, sondern dann eben diese Zinsen weggelassen werden und dann eben auch eine Stundung von Steuern am Ende nicht mehr kostet, sondern wirklich auch kurzfristig die Liquidität
Qualität sichert und damit eben die Betriebe flüssig bleiben. Darum geht es jetzt zunächst mal, also die Handlungsfähigkeit der Betriebe kurzfristig zu gewährleisten, damit uns die jetzt nicht entbrechen. Kannst du die Fragen bitten? Auftrag gemacht. Ich glaube, Herr Kühlus hat eins bei. Zwei Fragen. Dass wieder einmal die Osterfeld entstehen von der Tür. Zwar bringt die Tourismusbranche, die man sieht und liest, ja ein, aber trotzdem reisen viele an Ostern. Glauben Sie, dass man vielleicht sagen müsste, wenn die Osterfeld zu Ende sind, die Menschen wiederkommen aus dem Urlaub, sollte man noch über Schulen und Kindergärten nachdenken? Über prophylaktische Schließung zum Beispiel von 2 Wochen. Und die zweite Frage, es gibt ja in Deutschland seit lange eine Diskussion, die Sozialdemokraten angefangen haben, zur Schuldenbremse und zur schwarzen Null. Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass es Steuereinbrüche geben könnte. Halten Sie dann für denkbar, dass man, um Konjunkturprogramme zu finanzieren, tatsächlich dann doch die Schuldenbremse lockern müsste? Das darf man ja, glaube ich, laut Verfassung bei besonders schwierigen Verhältnissen oder sowas bei besonderen Krisen? Beides muss man auf Sicht fahren. Das erste ist, wir werden das entscheiden, wie sich das weiterentwickelt. Der Krisenstab tagt ja täglich. Ich bin auch ganz persönlich mit der Bundeskanzlerin Jens Spahn täglich in Kontakt, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da auch die neuesten Informationen, Einschätzungen hat, gerade auch was internationale Partner betrifft, nicht nur Italien, Tschechien, USA, da handeln jetzt sehr viele auch. Jetzt ist ja Bewegung sehr stark in das ganze Eindämmungsmanagement gekommen. Das werden wir sehen, wie sich das entwickelt und wie das mit dem Reiseverhalten ist. Nach jetzigem Stand gehe ich eh davon aus, dass sich sehr viele Leute genau überlegen, ob sie an Ostern wegfahren wollen, wohin und welcher Form. Dazu werden wir dann entsprechende auch Empfehlungen des Bundes und mit uns gemeinsam arbeiten. Das Zweite, im Moment ist es so, dass der Bund unglaublich viele Überschüsse hätte prognostiziert. Deswegen sage ich auch, es gilt diese Mai-Steuerschätzung abzuwarten. Wenn es zu extremen Einbrüchen kommt, dann muss man sich das Finanzmanagement grundlegend anschauen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir bei dem Soli zurückhaltend waren. Ich halte nichts davon, an den Soli für einige vorzuziehen. Besser wäre es, Ende des Jahres dann den Soli für alle richtig abzuschaffen, weil da ist die Wirkung dann auch deutlich höher. Zumal man jetzt aber auch wirklich nicht ernsthaft weiß, wie die Maßnahmen sind. Wir müssen uns dann nochmal sehr genau überlegen, welche Maßnahmen an der Konjunktur steuerfähig werden. Ich habe vorhin eine Meldung der SPD-Landtagsfraktion gelesen, jetzt irgendwie in ÖPNV zu investieren. Das wird uns für eine Konjunktur in dem Jahr ehrlicherweise ökonomisch relativ wenig helfen, wenn ich das sagen darf. Bei den langen Bauformen hat jetzt im Bund ja auch entschieden, Geld mehr zu geben für GVT und ähnliches mehr. Das ist aber eigentlich relativ unabhängig davon, weil es eine langfristige Entwicklung wegen der Notwendigkeit des Themas ÖPNV, Schiene und ähnliches mehr. Aber wir müssen uns ähnlich dann clevere Instrumente entwickeln, helfen lassen müssen, wie wir das bei der Finanzkrise gemacht haben. Es ist nämlich auch noch nicht ganz raus, wie hoch die Dimension ist. Schauen Sie, im Moment reden, der Hubert spricht sehr stark zu Recht von den mittelständischen Betrieben. Sollte es zu einer zweiten Finanzkrise kommen, drauf, also Corona und Finanzkrise, ist eine sehr toxische Kombination. Das ist dann eine größere Herausforderung, als wir sie hatten. Da muss man dann auch möglicherweise die Maßnahmen grundlegend diskutieren. Ich schließe heute nichts aus, vielleicht für manches wahrscheinlicher weniger. Aber jetzt Prognosen zu treffen, ist ehrlicherweise nicht sehr wichtig. Aber dass wir uns was überlegen müssen, vorsorgen müssen und nicht erst dann, wenn die Lage wirklich dramatisch ist, ist für mich sehr verständlich. Nächste Frage, Herr Holz, freut das? Herr Söder, ich habe zwei Fragen. Das Verbot von Großveranstaltungen über 1000 Teilnehmern, was bedeutet das für Fußballspiele in Bayern, die angesetzt sind? Und was bedeutet das für Hauptversammlungen von Unternehmen, die entsprechend Teilnehmerzahl erwarten? 3000 Personen, das gilt natürlich nicht nur für Veranstaltungen jetzt aller Art. Also es gilt für Veranstaltungen aller Art, das heißt auch für Sportveranstaltungen, darunter fallen auch Fußball, Basketball, Handball, Eishockey, was im Moment auch gerade ansteht. Das gilt dann auch für diese Veranstaltungen. Keine Zuschauer beim Fußball. Oder Möglichkeit, auch ohne Zuschauer es durchzuführen. Ja. Die Veranstaltung muss ja nicht komplett abgesagt werden. Es besteht ja auch die Möglichkeit, es ohne Zuschauer durchzuführen. Was bedeutet das für Hauptversammlungen, die ja per Gesetz bei Präsenzveranstaltungen stattfinden müssen? Auch hier, glaube ich, muss man sich überlegen, ob die ja jetzt stattfinden müssen oder ob man sie vielleicht nicht auch verschieben kann. Weil ich glaube, auch da muss sich jedes Unternehmen überlegen, ob es im Rahmen seiner Möglichkeiten, die da sind,
dann sie auch verschiebt. Und wir haben ja jetzt deswegen gesagt, wir haben erstmal bis Ende der Osterferien, bis 19. April diese Regelung. Ob sie dann verlängert werden muss oder nicht, werden wir dann wieder zeitnah entscheiden. Christine Schöpf, die Bayerische Zeitung. Es kann auch in Berlin heißen, dass man damit rechnet, dass die Krankheitszahlen innerhalb von knapp einer Woche verdoppeln und dass jeder Fünfte ins Krankenhaus muss. Meine Frage ist, gehen Sie davon aus, dass diese Zahlen oder diese Einschätzung richtig ist? Und mich würde auch interessieren, wenn man denn dann Betten in Krankenhäusern braucht, auch Intensivbetten, wie viele sind da in Bayern, wie viele sind da überhaupt frei und könnten Sie da im Zweifel kurzfristig aufstocken? Es ist so, dass die Zahlen natürlich alles von den Experten schwierig ist zu bemessen. Wenn man sich die in Italien anschaut, wie stark die steigen, bei uns steigen sie auch, aber etwas langsamer. Also von daher ist es sicherlich sehr, sehr schwierig, eine Prognose geben zu können hier. Und da will ich auch den Experten nicht widersprechen, aber da kann ich jetzt wirklich nicht eine Prognose abgeben, wo wir wann bestehen werden. Wir müssen hier auch immer eben schauen. Es wird sicherlich jetzt diejenigen, die getestet worden sind, die aus Südtirol zurückgekommen sind, die eben hier die Faschingsferien verbracht haben in Risikogebieten, dass wir hier eben mal gucken oder in anderen Risikogebieten, dass wir dann mal schauen müssen, wenn wir die durchgetestet haben, wie die Kontaktpersonen ermittelt haben und wie sich es dann weiter verbreitet oder ob wir hier schaffen, auch die Infektketten zu erodieren und nach Möglichkeit dann eben nicht weiter verbreiten zu lassen. Deswegen ist dieses Eindämmen so wichtig. Bei den Krankenhausbetten ist es so, dass wir im Moment die Feststellung haben, dass etwa 80% der Krankheitsverläufe milde sind, dass aber 20% schwerwiegender erkranken und davon eben wieder auch, das ist ein Prozentbereich, dann auch wirklich schwerstkrank oder wirklich sterbenskrank sind. Von daher ist es eben auch wichtig, dass wir natürlich auch in den Krankenhäusern und mit den Krankenhäusern im Gespräch sind, dass eben ein Anstieg auch der Patienten bei ihnen sein kann. Wir haben aber auch, nachdem wir gesehen haben, dass wir sehr viele milde Verläufe haben, erlaubt, dass diese milden Verläufe auch in häuslicher Isolation stattfinden und betreut werden können und nicht mehr jeder Einzelfall, der positiv ist, ins Krankenhaus muss, um die Krankenhausstrukturen bei steigenden Zahlen entlasten zu können und mit dem Wissen, wie die Krankheit eben, dass sie bei vielen sehr milde abläuft. Das heißt aber auch, dass wenn ich jetzt heute tagaktuell eine Abfrage bei den Krankenhäusern mache, habe ich eine Zahl, so und so viele Intensivplätze sind frei, die mögen morgen und übermorgen schon wieder anders ausschauen. Das heißt, wir sind auch hier mit den Krankenhäusern immer im Austausch und im Gespräch und ich habe bisher erleben dürfen, dass die Krankenhäuser auch sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Für uns ist eher auch noch die Frage, dass wir auf das Krankenhauspersonal auch aufpassen müssen, dass wir hier eben nicht zu viele bekommen, die positiv getestet oder Kontaktpersonen sind, sodass diese Infrastruktur des Personals in den Krankenhäusern weiter gewährleistet ist, um eben hier dann diejenigen auch versorgen zu können. Ich würde bloß nachfragen, falls die Intensivbetten so wenig würden, was ja wohl andersrum so ist, könnten die da aufstocken? Gibt es davor Pläne, das zu machen? Es ist so, dass wir auch deswegen mit den Universitätskliniken im Austausch sind und wir haben auch schon überlegt, was man tun könnte, ob man vielleicht zum Beispiel ein Krankenhaus, ich sage jetzt mal, von anderen Patienten die verlegen könnte und dann ein Krankenhaus eher intensiv mit Corona-Patienten zu belegen. Wir haben Kontakt aufgenommen mit der Bundeswehr, ob hier dann Möglichkeiten bestehen würden. Wir haben mit dem Bayerischen Roten Kreuz, die zum Beispiel ja in Germersheim die Rückkehrer betreut haben, was hier für Möglichkeiten auch da sind. Also wir haben auch in diese Richtung uns schon vorbereitet, aber im Moment ist es so, dass wir die Patienten, auch die kranken Patienten in den Häusern noch gut behandeln können. Es gibt natürlich da und dort auch mal ein Krankenhaus, das sagt, ich kann jetzt nicht so isolieren, bitte nicht, lasst ihn woanders unterkommen. Das erleben wir schon auch, aber bisher war es immer möglich, Lösungen zu finden, weil wir haben auch manchmal Familien. Also da muss man dann auch immer entscheiden, wie bringe ich die Familie unter und. Aber bisher war es möglich, da gute Entscheidungen immer treffen zu können.
Einen Satz wollte ich noch sagen. Ich glaube, dass wir, dass der Gesundheitsminister in Berlin recht hat. Wir haben das beste Gesundheitssystem mit in der Welt. Wir haben auch die höchste Zahl mit an Intensivbetten. Aber auch jedes Gesundheitssystem kommt irgendwann an seine Grenzen. Das ist schon ein ziemlicher Stress, der da vorstehen kann. Deswegen ist die Taktik, und Jena sagte, es wäre besser, das laufen zu lassen, deswegen ist diese Strategie der Gesundheitsämter, der Gesundheitsbehörden auch von Melanie so sinnvoll, so weit es nur irgendwie geht, Eindämmung zu machen, um diese extreme Entwicklung eben zu verhindern. Das ist der Hintergrund, warum man das auch so macht. Parallel dazu verschöpft wird man aber im Laufe des Jahres Folgendes überlegen müssen. Uns sagen alle Experten, dass sie nicht glauben, dass das mit der Sommersaison erledigt ist. Im nächsten Jahr wiederkommen kann. Sagen die Experten auch der Charité. Das heißt, wir werden uns in dem Jahr parallel, unabhängig vom Krisenmanagement jetzt, im Präventivmanagement für die nächste Saison quasi, schon über das Thema nochmal intensiv Betten kümmern müssen, um das neben dem, was wir jetzt machen, auch dauerhaft aufzustocken. Das könnte auch noch eine Frage sein, wenn man Haushaltsverhandlungen dann im Mai entsprechend nachsteuern muss. Ich hätte nur eine kurze Nachfrage zu dieser 1000 Teilnehmerregel, weil es da auch andere Aussagen gab von Veranstaltungen. Das gilt auch für Frühjahrsfeste, Volksfeste und dergleichen. Ist korrekt. Ist ja keine Ausnahme. Ist ja deutlich nicht. Kann all diese Feste auch einen Monat später machen und so weiter, so steht sich. Ja, kann es alles machen. Kann alles später. Eine Lernfrage. Wenn es zu Schulschließungen kommt, wer entscheidet das? Ist das Landessache oder ist das eine kommunale Sache? Wir haben im Moment per Allgemeinverfügung, also das heißt landeseinheitlich geklärt, dass diejenigen, die zurückkommen aus Risikogebieten, 14 Tage nicht zur Schule dürfen. Das ist eine Allgemeinverfügung. Wir haben aber auch die Entscheidung, wenn es um die konkrete Schulschließung vor Ort geht, dass hier aber der Schulleiter mit dem örtlichen Gesundheitsamt das abklärt, weil es eben Schulen gibt, ich sage jetzt mal, da gibt es zwischen den Klassen keinen Kontakt, da gibt es einen Pausehof der 5. bis 6. Klasse und die kommen nicht mit der 7. bis 8. in Kontakt. Das muss vor Ort dann geklärt werden. Das sind die örtlich zuständigen Gesundheitsämter, die das dann mit den Schulen jeweils vor Ort geben. In unserer Allgemeinverfügung haben wir eben definiert, wer darf nicht in die Schule gehen, wer muss zu Hause bleiben und dann aber parallel den Gesundheitsämter nochmal aufgetragen, wie dann mit Risiko unter Verdacht. Eine kurze Verständnisfrage noch. Heißt das, der Oberbürgermeister von München könnte zum Beispiel entscheiden, es werden alle Münchner Schulen staatlich wie kommunal geschlossen? Sein Gesundheitsamt könnte diese Maßnahme ergreifen. Und weil sein Gesundheitsamt vor Ort eben hier entsprechend dann sagt, die Gefährdungslage ist entsprechend. Und wir könnten, wenn wir als Staat der Auffassung wären, es ist notwendig, auch mit einer Weisung Richtung Gesundheitsamt arbeiten. Die Regel ist, Deutschland, dass das alles extrem kooperativ wird. Und alles andere ist auch ehrlich gesagt schlecht. Wir haben auch nochmal die Frage gestellt, was ist jetzt, wenn einzelne Bundesländer ausscheren wollten und sagen, sie machen jetzt weniger. Das führt zu einer dermaßen Unübersichtlichkeit und ehrlicherweise auch ein Kompetenzchaos, dass das auf keinen Fall geben. Darum ist wichtig, dass wir zum Beispiel bei den Veranstaltungen zwischen 500 und 1000, bei den Kriterien, die wir haben, auch die Hotline einrichten, dass jeder nochmal nachfragen kann. So habe ich heute Morgen auch ein längeres Telefonat mit dem Oberbürgermeister Landeshauptstadt zugeführt, auch sich zu vereinbaren, das kooperativ zu machen. Das ist nur eine Sondersituation natürlich mit der Kommunalwahl. Da verstehe ich auch, dass die Sensibilität doppelt so hoch und auch zu Recht. Deswegen auch nochmal übrigens mein Appell, wählen zu gehen oder, wenn man Sorge hat, Briefwahl zu machen. Es gibt so keinen Grund, nicht zu wählen. Aber alles muss kooperativ passieren. Also das Schlechteste, was jetzt die öffentliche Hand als Ganzes machen könnte, weil die Kompetenzen so unterschiedlich sind, wie sie sind, ist ja zum Beispiel auch so, dass der Bundesgesundheitsminister ein Bundesland auch praktisch nicht anweisen kann. Oder, ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, was wir hier darüber nachdenken müssen. Die Gesundheitsministerin kann nicht einfach die Kassenärztliche Vereinigung anweisen. Das heißt also, selbst im Notfall könnte die Melanie Hunde nicht sagen, alle Ärzte müssen diese Mist tun. Man wird diesen Prozess am Ende der Krise, im Frühsommer, wenn es denn so wäre, noch einmal evaluieren müssen. Ob die Strukturen, wie wir sie jetzt haben, für solche Herausforderungen der Zukunft geeignet sind, nur mitten im sozialen Lauf das zu ändern, da geht es nur gemeinsam unterhalten. Aber es hat bislang auch sehr gut geklappt.
Gesellschaft, muss man dazu sagen. Weil schon, da haben die Behörden auch relativ gute Erfahrung, weil sie bei Grippe und Masern sowieso schon öfters gemacht haben. Also gibt es viele Vergleichsfälle bei Schulen. Wir haben da bisher ganz positive Rückmeldungen auch und mit dem Kultusministerium schon zu läuft ganz gut. Natürlich wird es da und dort einzeln immer mal Fragen geben und Bereiche, wo Unsicherheiten da sind, aber wir versuchen das so klar wie möglich auch dann zu regeln, dass sie vor Ort auch wissen, was sie zu tun haben. Oder eben auch örtlich entscheiden, auch das natürlich. Michael Baske, Deutschlandfunk. Ich habe zwei Fragen. Eine an Sie, Frau Hummel, vielleicht auch an Herrn Zapf. Warum ist die Todesrate, die Mortalitätsrate in Deutschland im Vergleich zu fast allen anderen europäischen Ländern so extrem gering? Oder andersrum, warum ist sie in Italien so exorbitant hoch? Hat das mit der Art des Tests zu tun? Gibt es Post-Mortem-Tests in Deutschland, wie sie angeblich in Italien häufiger stattfinden? Herr Wieler vom RKI hat ja gesagt, die Zahlen werden sich angleichen. Bedeutet das dann aus Ihrer Sicht, dass wir auch irgendwann eine Mortalitätsrate von 2% oder mehr haben werden in Deutschland? Das ist die eine Frage. Und die zweite an Herrn Söder. Österreich hat die Grenzen bzw. lässt italienische Staatsbürger nur noch gegen Vorlage eines ärztlichen Attests einreisen. Was bedeutet das für Bayern, für die Wirtschaft, für den Güterverkehr zwischen Italien, Norditalien als so wichtigem Handelspartner und Bayern? Natürlich auch. Ich würde aber jetzt doch sehr fachlich auch ist die Einschätzung mit den anderen Staaten. Natürlich gehen wir davon aus, nein, nicht natürlich, leider müssen wir davon ausgehen, dass es auch in Deutschland, wie wir jetzt ja schon 2 Todesfälle in Nordrhein-Westfalen haben, es auch bedauerlicherweise in Deutschland zu Todesfällen kommen kann. Die Einschätzung mit den anderen Ländern würde ich bitte dem Herrn Präsidenten Zapf übergeben, weil ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man nochmal die Tiefe mit dem Austausch mit den anderen Ländern vielleicht dann sagen kann. Ja, vielen Dank. Also, da können wir die Faktoren, die jetzt die zu einer unterschiedlichen Letztendlichkeit nochmal abschließend bewerten. Aber ein Punkt fällt auf. Wenn wir uns anschauen, wer in Bayern erkrankt ist, dann sitzt im Wesentlichen doch die Altersgruppe zwischen 30 und 60 oder zwischen 20 und 60. Das sind die, wir haben einen relativ hohen Eintrag von infizierten Personen, die in Italien einen Urlaub gemacht haben. Das sind einfach die aktive Gruppe, die in diesem Lebensalter Urlaub macht. 80, 90-Jährigen fahren dann doch eher selten nach Italien. Deswegen haben wir eine recht geringe Zahl von erkrankten Personen in dem Bereich. Und das wird sich sicherlich auch auf die Lokalität und Mortalität auswirken. Das heißt, die Altersheime beispielsweise sind bis jetzt noch verschont geblieben, aufgrund von des guten Gesundheitssystems und Hygienemaßnahmen. Aber das könnte sich dann irgendwann... Die sind bisher tatsächlich im Wesentlichen verschont geblieben. Gott sei Dank, wir hoffen, dass das noch Maßnahmen hoffen, nicht nur, dass das aber die, ganz kurz nur, wenn Sie schon dran sind, ich habe mit italienischen Ärzten hier in München gesprochen und die haben gesagt, ich habe das selber, war mir nicht klar, die haben gesagt, sie halten es für möglich, dass es sogar eine aggressivere, also dass es unterschiedliche Formen gibt in unterschiedlichen Ländern. Ich bin kein Infektiologe oder Virologe, aber ist das für Sie denkbar? Das wird diskutiert in der Medizin, in der Tat. Also ich kenne auch, dass es 2 unterschiedliche Virusstämme geben könnte, die unterschiedlich aggressivste sind. Das sind jetzt alles Hypothesen, Überlegungen. Momentan sind die Bedenken dieses Virus seit 7 Januar bekannt. Also daher kann man das nicht abschließen. Wäre aber auch eine Möglichkeit, ja. Es geht für dieselbe Frage, ob und wann ein Impfstoff vorliegt. Da arbeiten sehr viele dran, an Medikamenten, die erprobt werden. Kann mir keiner was sagen. Hoffen darf man, aber Aussagen. Ja, vielleicht nochmal die Antwort auf die Frage, was bedeutet das, wenn Menschen nicht über die Grenze dürfen, respektive dort kontrolliert werden. Im Prinzip reicht sich das die Hand mit dem vorher gesagt. Und wenn ein Gebiet wie Italien als Ganzes abgeriegelt ist, dann haben wir zunächst mal natürlich die Problematik der Lieferketten. Norditalien ist ja ein wichtiger Lieferant von Lebensmitteln, von Maschinenbauteilen und dergleichen mehr. Und es gibt sich natürlich genauso die Hand, wenn Menschen dort nicht mehr kommen dürfen. Aber zunächst mal haben wir das Thema der Lieferketten von Material fast noch schlimmer zu sehen, als wenn Arbeitskräfte oder Personen die Grenze nicht mehr passieren dürfen. Aber es wird das eine nicht mehr kommen und das andere genauso wenig. Ja, wir haben insgesamt 10 weitere Fragen.
Ich glaube, Sie wollen auch mal berichten, wahrscheinlich über die Veranstaltung. Jetzt ist mal erstmal dabei bewenden lassen bei 10 Fragen dann, die wir aufarbeiten und dann aber die Liste auch schieben. Christoph Trost, DPA. Nochmal eine Frage zu der Tausender-Grenze. Weil die Frage würde auch mal, was ist mit Schulzentren, die ja auch mehr als 1000 Schüler haben, was ist mit Kinos, die insgesamt mehr als 1000 Plätze auf verschiedene Säle haben. Und nochmal zur Grenze, ist auch denkbar, dass die Grenze gesenkt werden muss. Österreich hat ja 100 Personen sozusagen jetzt eingeführt. Und als grundsätzliche Frage, wenn man vergleicht sozusagen das Land von Italien, das ist natürlich viel stärker betroffen, ist viel mehr betroffene Personen, handelt ja sehr viel drüber rosa mit Schulschließungen etc. Die Frage ist sozusagen da, war es vielleicht zu vorsichtig oder ist das Handeln angesehen? Wir hinterfragen uns bei unseren Maßnahmen wirklich tagtäglich auch, sind sie ausreichend und sind sie auch adäquat? Und wir haben uns ja auch sehr, sehr intensiv mit dem Bereich, sollen wir 14 Tage die Schulen zumachen, ja oder nein, beschäftigt. Und haben für den jetzigen Zeitpunkt uns dazu entschlossen, dass wir eben vorsichtig sind, dass wir die Maßnahmen so ergreifen, wo wirklich ein Risiko da ist. Das heißt, wenn eben jemand, Kind aus dem Risikogebiet zurückkommt, wenn ein Verdachtsfall da ist, wenn ein bestätigter Fall da ist, dann wird jeweils an der Schule und in der Schule reagiert und auch im Kindergarten reagiert. Aber wir sehen auch Teile in Bayern, die haben noch kaum oder keine Infektionen. Und wenn ich die Zahlen vom Kultusminister, die er genannt hat, vorhin richtig verstanden habe, dann ist es eben so, dass wir momentan in 52 Schulen geschlossen haben in Bayern und davon 23 in Oberbayern. Dann merkt man ja, wo im Moment auch besonderes Geschehen, Corona-Ausbruchsgeschehen in Bayern ist. Und deswegen die Verhältnismäßigkeit zu sagen, schließe ich dann wirklich komplett 14 Tage für alle. Es kann sein, dass wir diese Risikobewertung in ein paar Tagen haben. Das will ich heute an der Stelle noch nicht ausschließen. Vielleicht müssen wir auch sagen, dass wir in Teilgebieten Bayerns mal auch eine komplette Schulschließung aussprechen. Das kann ich Ihnen heute noch nicht ausschließen. Ich würde es aber an dem Tag heute, und das war der Austausch auch mit den Experten, noch als unverhältnismäßig sehen. Deswegen eben diese Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben. Und das gibt eben auch hier immer auf sich zu warten. Sie hatten die Frage gestellt, was ist mit Schulen, die mehr als 1000 Schüler haben. Da gilt es natürlich, dass auch Schule quasi, ich sag mal, normale Infrastruktur ist. Wie ich ja zu meinem Arbeitsplatz gehe. Es geht uns darum, bei den Veranstaltungen, das sind Themenbereiche, wo die Frage ist, muss ich denn wirklich jetzt in das Konzert, in das Theater, zu der Sportveranstaltung? Oder kann ich nicht in einer Situation, wo ein Ausbruchsgeschehen auch in Bayern da ist, mich selber auch in meiner eigenen Lebensführung ein Stück zurücknehmen und sagen, ich verzichte da auch drauf, beziehungsweise wir als Stadt gehen eben auch mit der Maßnahme rein, weil wir eben hier ein größeres, je mehr Menschen beieinander sind, ist das Infektionsgeschehen einfach größer und deswegen wollen wir die Bereiche ausschließen, wo eben entsprechend Menschen in ihrer Freizeit zusammenkommen. Das ist im Beruflichen auch schon wieder was anderes, weil sonst wären wir bei Italien und China und müssten alles nicht machen. Das ist eben die Abwägung und wir sehen uns da noch nicht, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen diese Abgewogenheit der Maßnahmen. Das da Kraft und Krise ist, da noch was zu sagen, habe ich nur etwas zu der Verhältnismäßigkeit. Also wir müssen ja auf der einen Seite die Verhältnismäßigkeit, auf der anderen Seite die Maßnahmen müssen jetzt stringent durchgeführt werden, weil man relativ haben. Es ist ja eine Vielzahl von Maßnahmen, die jetzt der Ministerpräsident die auch präventiv wirken. Auf der anderen Seite dürfen wir wirklich kein System jetzt steuern und uns absagen. Wir müssen uns anschauen, wie ist das Infektgeschehen in Bayern? Sind es Ausbrüche? Das habe ich jetzt überhaupt gesagt. Momentan hat sich auch nichts geändert. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Werden die Infektionen von außen hereingetragen, weil ich es Italien-Urlaub gemacht habe, weil ich Kontakt habe mit Personen, die Italienern, die sich dort infiziert haben? Oder ist es ein Ausbruchsgeschehen, das in Bayern irgendwelche ist? Das finden wir dann, oder das stellt sich dann heraus, wenn man die Infekte in der Nachbarschaft hat. Wenn man sich infiziert hat, sagt, ich habe keinen Kontakt zu Italien gehabt, ich habe keinen Kontakt zu den nordrhein-westfälischen Karnevalsfeiern, ich habe mich mit dem Teil infiziert.
Und dann ist der nächste Schritt, und das betrifft dann auch wieder die Schulen, wenn wir vor Schulen schritten, dann ist der nächste Schritt, dass man dann sagt, jetzt muss man sich die Schulen mal genauer anschauen, kommen jetzt weitere größere Schulschließungen in Betracht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, so wie jetzt das, die Eintragung der Infektionsquellen ist, halten wir dieses gestufte Verfahren für sinnvoll. Es kann alles noch eintreten. Es kann sein, dass es frühere Osterferien gibt, kann alles sein. Das wissen wir heute nicht, deswegen keine Prognose. Das, was wir jetzt machen, ist alles eins zu eins. Einerseits mit dem Bund nochmal abgeklärt, ganz wichtig mit den Experten. Und das wäre die Frage, ich will noch andere Zahlen herangehen. Und ich finde, dass wir im Vergleich zu anderen Bundesländern doch relativ zügig jetzt auch entscheiden und sehr konsequent. Kann Sie noch was zu der 100er Grenze zu den Kinos mit Matheser, sind 2000 Leute aber in verschiedenen Seen? Also, es ist jetzt schwierig, so jeden Einzelfall hier schon so am Podium abschließend zu beantworten. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt ganz ehrlich so ein bisschen ausweichen. Also, es ist ja so, wir müssen schauen, dass es so eine Regelung praktikabel ist und umsetzbar ist und dass sie gleichmäßig vollzogen wird und dass wir uns auf die Hauptrisiken jetzt mal konzentrieren und gestuft nach unten gehen. Und daher kommt diese tausende Regel. Das ist eine klare, einfache Regel, die auch dann, wovon wir ausgehen, dass die Wirkung zeigt. Dann hat auch der Ministerpräsident schon die Zahl 500 bis 1000 genannt, die natürlich auch meine gewisse Größenordnung ist, wo man dann sich anschauen muss, jetzt aus Perspektive Entwicklung eines Infektionsgeschehens, führen die Zahl drunter. Es ist uns jetzt nicht unser Ziel, jetzt ganz Bayern das soziale Leben völlig abzuregeln, sondern gezielt die notwendigen Maßnahmen zu machen. Und daher ist es auch nicht so, also da dürfen Sie jetzt nicht den falschen Eindruck kriegen, dass alles, was unter 1000 oder unter 500 ist, völlig von uns vernachlässigt wird, sondern das Robert-Koch-Institut hat ja bestimmte Kriterien, die wir uns ja alle kennen, erstellen, wo man eine Grundlage für eine fachliche Bewertung geben, ob hier ein Infektionsrisiko besteht. Italien hat jetzt angeblich also die Grenzen abgeriegelt, ich weiß jetzt nicht, wie sich das momentan wirklich darstellt. Aber jetzt stellen wir uns einen Fall vor, es gibt irgendwie spezielle Veranstaltungen, weil es eine Städtefreundschaft eines bayerischen Staat mit einer Südtiroler oder italienischen Stadt geht. Da kommen nicht 500 oder 1000 zusammen, sondern es sind nur 250. Aber man hätte 250 oder 100 Personen, die aus Italien oder aus Südtirol vorher angereist sind, dann ist das natürlich schon eine Veranstaltung, die zum jetzigen Zeitpunkt verlegt werden sollte. Und daher, das ist aber in einem Bereich, wo man dann sagt, das müssen die lokalen, regionalen Behörden, die Gesundheitsämter, die Verwaltungsbehörden sich anschauen und dann eine fachliche Entscheidung treffen. Das kann man jetzt nicht hier von diesem Podium generell für jede Frage. Wichtig ist uns natürlich, dass es Standards auch für den Bereich, dass es Kriterien gibt, die doch ein möglichst einheitliches Vorgehensweise dann ja möglich machen. So, ich glaube jetzt nochmal die Bitte, eigentlich sind wir vom Zeitmanagement schon drüber. Wir hätten jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, vielleicht kriegen wir so Kontakt hin zusammen, wenn man auch Fragen nochmal bündelt sammelt. Gibt es jemanden schon, der auch jetzt weiß, dass die Frage schon beantwortet wurde oder sind alle so spezifisch? Gut. Dann geht es mal weiter mit dieser schnellen SZ. Ich habe eine Frage zu den Kosten bei den Veranstaltungen. Wenn ich mir jetzt eine Webkarte gekauft habe, das wird abgesagt, das ist irgendwo erstattet. Oder andersrum Vereine, die Bayern, die mir jetzt ganz viel Geld auf die Lappen geben, zum Beispiel. Sehr geehrte Damen und Herren, im Bereich der Dienstangehörigen im Opern und Theatern werden wir natürlich Kulanzregelungen bringen. Die Leute, Damen und Herren, die Karten gekauft haben, werden das Geld zurückbekommen. Wir haben jetzt auch schon kalkuliert für die Oper, das sind 4 Millionen Euro, die jetzt dann da sind. Aber das
Geld ist nicht der entscheidende Punkt an dieser Stelle, sondern es geht darum, jetzt mit der Grundbilanzregelung das jetzt auch dringend auch ein Stück Vertrauen zu haben, weil man es dafür kann. Für die Gottesdienste gibt es schon eine ganze Reihe von Regelungen. Es gibt Kirchen, die haben auf Weihwasser verzichtet, Friedensgruß, Austausch, solche Dinge, die werden halt dann durch ein höfliches Lippenamt geleistet. Da haben die Kirchen bereits eigene Regelungen mit getroffen und sind bereit, die Umsetzung mit dabei. Und wie gesagt, wir werden für unsere Situationen das Geld zurückerstatten. Ich habe mich auch aus Nürnberg bereits neu gekommen, dass man da Ähnliches überlegt in der Stadt München, was das Veranstaltungsmanagement anbelangt. Ich denke, dass es ein wichtiges Signal ist, wenn wir von anderen Menschen, von anderen Veranstaltungen verlangen, hier präventiv tätig zu sein, dann muss der Freistaat hier vorbildlich vorausgehen. Wenn ja auch das Künstlerherz natürlich da schmerzt an dieser Stelle, aber es ist einfach präventiv und der Schutz, auch der Schutz des Systems steht im Vordergrund. Wenn ich das jetzt auch für die Hochschulen nochmal sagen kann, die kleinsten Hochschulen haben 3000 Studentinnen und Studenten, Ansbach oder Hof, die größte Hochschule 20.000 Studenten. Wenn wir hier einen Corona-Fall haben und die Leute durchtesten müssen, dann ist das System massiv überfordert. Und deshalb ist es nur klug, hier jetzt dann diesen Semesterstart bis zum 20. April zu verschieben. Wir sind dann im Gleichklang mit den Universitäten, die dann zum gleichen Termin beginnen werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann vernünftig ist in der Situation, weil wir dann hoffentlich in einer stabileren Phase sind. Wir sind also 5 Wochen. Die zweite Osterwoche ist sowieso vorlesungsfrei, also es fallen 4 Wochen Veranstaltungen aus. Hochschule Bayern sagt, bei der Sachverband der 17 Hochschulen, dass sie 2 Wochen reinarbeiten können durch verdichtete Programme dergleichen und mehr. Das scheint jetzt im jetzigen Zeitpunkt alles noch gut vertretbar zu sein im Sinne von Prävention und Schutz der Bevölkerung. Bei vielen Veranstaltern ist es so, dass sie durchaus versichert sind und in dem Fall, wenn wir als Staat eben mit dieser Allgemeinverfügung auch arbeiten, das unter, ich sage jetzt mal, höhere Gewalt fällt. Und es gibt da, gehen wir davon aus, dass da viele der Versicherungen dann greifen können. Für jeden Einzelfall kann ich das hier natürlich jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie der Veranstalter auch eben geschützt ist. Aber bei den Gottesdiensten, könnten Sie da auch durchgreifen und sagen, ist der Gottesdienst, geht einfach nicht in der Lage? Ich habe den Eindruck, dass die Kirchen da im Moment schon sehr vernünftig handeln und ich kann jetzt Ihnen auch nicht sagen, wie viele Kirchen wie viel Platz haben, aber ich kann jetzt Ihnen sagen, ich habe den Eindruck, dass das, was mit den Kirchen, die Weihwasser gerade schon zum Teil weglassen, Friedensgruß verzichten und, dass das schon sehr verantwortungsvoll auch gehandelt wird. Aber wäre es möglich, aber natürlich ist es möglich, weil es da nicht, es gibt auch da keine Ausnahme. Das medizinische Personal macht sich also zum Teil Sorgen um die Schutzausrüstung, dass es immer losgeht, Masken fehlen und so weiter. Das ist ein Thema, das mich massiv auch umtreibt. Das ist wirklich ein Thema, das mich intensiv beschäftigt, weil wir hier eben im Moment weltweit jeder auf dieses Material zugreifen möchte. Und wir hier auch vom Freistaat Bayern schon einiges auch angestoßen haben, auch schon Bestellungen laufen haben, um hier dann die Kollegen vor Ort unterstützen zu können. Aber ich glaube es erst, wenn ich es wirklich hier habe. Das sage ich Ihnen so deutlich. Der Bund, wir in Spanien sind wir da auch im intensiven Austausch. Auch er hat einige Möglichkeiten und Wege. Ich bin auch mit Herstellern in Bayern ins Gespräch gegangen, ob es da Möglichkeiten gibt, vielleicht auch das eine oder andere hier in irgendeiner Form auch herzustellen und. Also das ist ein Thema, das mich wirklich tagtäglich beschäftigt und wo wir unser Menschen möglichst auch tun, hier an Quellen zu kommen, Produktion zu ermöglichen. Also wenn es irgendwas gibt und wenn es irgendein Zertifikat ist, das fehlt, dass wir hier auch eben schnell entscheiden können und. Aber da brauchen ist der Bund auch, der Jens Spahn im Moment sehr, sehr aktiv auch. Ich, wie schon gesagt, wir tun unser Möglichstes, wir helfen auch gegenseitig aus, auch das haben wir schon veranlasst, wenn irgendwo das eine gerade nicht mehr da war, dass wir gesagt haben, wo sind noch Möglichkeiten und haben das dann hin und her transportiert, also da tun wir unser Möglichstes, aber es ist einfach wirklich kein einfacher Markt im Moment, auch nicht, wenn überall Grenzen dicht gemacht werden, weil vielfach dann natürlich auch Exportgüter hängen bleiben sozusagen, auch das darf man nicht ganz unterschätzen. Das ist eine primäre Sache, wo der Bund tätig wird, weil das ganze Ausfuhr, Einfuhr, die ganzen Stopps werden vom Bund geregelt. Der Bundeskonsumminister ist da voll dahinterher. Und man hofft, dass in den nächsten 2 Wochen, da ist jetzt immer die kritische
wie kommt man in den kritischen Bereich heran, dass man da entsprechend über den Bund eine Entwarnung bekommen kann. Parallel macht es jeder für sich, macht es aber nicht leichter. Ehrlich gesagt, wenn jedes Bundesland natürlich jetzt ordert, was geht, vereinfacht, glaube ich, nicht gerade das Verfahren, wenn ich das sagen darf. Trotzdem ist da jeder ein Obligo, auch im eigenen Land es zu versuchen. Aber durch das ganze Einfuhr-Ausfuhrstopp ist das nicht einfacher geworden. Es geht bis zu Fragen, wer muss was zertifizieren, damit überhaupt ins Land kommen kann. Also da ist eine Flexibilität gefragt. Aber was ich von den Spanien weiß, ist er da mit einem absoluten Hochdruck. Anne Büstorf, bitte. Minister Präsident, sehen Sie das irgendwie als unfreundlichen Akt, dass Österreich da die Grenzen für Italiener jetzt zumacht? Punkt 1. Und zweitens, was sagen Sie allen Freiwilligen und Wahlkämpfern, wie finden die Kommunalwahlen statt? Was passiert, wenn ja Wahlhelfer absagen oder irgendwas? Kann man das auf jeden Fall sicherstellen? Also das Erste ist, das ist eine Entscheidung von Österreich und die habe ich nicht zu kommentieren, zumal ja umgekehrt ist, dass Italien selber entschieden hat, gestern Abend quasi ihre Staatsbürger nicht ohne entsprechende Vorkehrungen überhaupt das Land verlassen zu lassen. Ich glaube, dass das im bilateralen Verhältnis Italien und Österreich in erster Linie zu sehen ist. Zumal man sagen muss, ich bin auch froh, dass Österreich jetzt etwas macht. Die hatten ja bis gestern eine große Zurückhaltung bei dem Thema gehabt. Es hat ja zum Beispiel in österreichischen Medien sehr viel Nachfrage gegeben, warum Italien das macht, warum Bayern das macht, Österreich nicht. Insofern glaube ich, ist dem auch jetzt geschuldet, da eine einheitliche Linie zu haben. Ich glaube, dass das unter dem Motiv zu sehen ist. Das Zweite. Kommunalwahlen bleiben. Wir haben, der Innenminister hat die entsprechenden Vorkehrungen auch getroffen mit den Kommunen und den Städten und den Gemeinden, dass das stattfinden kann. Das kann bleiben. Wir haben auch bislang keine Auswahl von Wahlhelfern. Was ich allerdings sagen möchte, erstens Appell wählen zu gehen, aber jeder, der etwas unsicher ist, der soll einfach nochmal die Briefwahl benutzen. Da gibt es jetzt wirklich beste Möglichkeiten. Wir erleben es an vielen Stellen, wo das schon intensiv gemacht wird. Jeder hat jetzt bis, ich glaube sogar bis einzelnen Samstag, die Möglichkeit, Briefwahl zu machen, dann ist es einzuschmeißen, sogar dort am Wahlamt zu machen. Also gibt es genügend Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, wird auch die Briefwahl einfach eine sehr gute Möglichkeit, sein demokratisches Recht wahrzunehmen und gleichzeitig bei jeder Unsicherheit oder Form von Unsicherheit es entsprechend gut darstellen zu können. Aber wir haben auch da Maßnahmen mit Desinfektion gemacht für die Wahlhelfer und man darf nicht vergessen, Stift und Blatt Papier sind ansteckend. Das hört sich jetzt seltsam, es ist tatsächlich so, es gibt ja auch wie Dinge, wo sowas hängen bleiben kann am Material, bis in der Einzelkabine und ähnliches mehr. Also sowohl das Innenministerium als auch Zubert sagen, es wäre unverhältnismäßig, was anderes dazu machen. Aber Briefwahl, nochmal mein Appell, kann man nochmal sehr gut dazu. Jetzt sind zwei Fragen, ich will aus Englisch über die Nachrichten. Das sind bei mir eigentlich schon auch zwei Fragen. Die eine Frage ist, Sie haben es zwar über die Risikogruppen gesprochen, aber keinerlei Verhaltensempfehlungen gegeben für den Umgang mit älteren Menschen, beispielsweise mit chronisch Kranken und Ähnlichem. Muss man da jetzt vorsichtiger sein im Umgang oder kann man sich diesen Leuten ganz normal gegenüber verhalten, Eltern, Großeltern oder Ähnliches? Und die zweite Frage ist, nachdem Indien jetzt Probleme gemeldet hat bei der Produktion von Generika, wie sieht es denn da mit der Versorgung von Medikamenten aus, vor allem von lebenswichtigen Medikamenten? Bei den älteren Menschen sind wir mit den Seniorenheimen schon im engen Austausch. Es gab bei uns im Haus auch die letzten tragischen Treffen mit Verantwortlichen aus Senioren- und Pflegeheimen, um hier auch nochmal abzustimmen, das Vorgehen, Hygienemaßnahmen und, dass Besucher darauf hingewiesen werden. Also da haben wir schon auch einiges, die sind vielleicht bisher noch nicht so im Fokus gewesen, aber auch da ist schon einiges an Maßnahmen auch durchgeführt worden und gab es immer wieder auch Austausch und Kontakt. Wir haben dann zu dem Bereich der Medikamente, da sind wir mit der Bundesebene auch, die haben wir gleich auch eingeschaltet vor einigen Wochen schon, inwieweit welche Medikamente da eben auch von Lieferschwierigkeiten betroffen sein könnten. Damals war die Auskunft, dass alles noch einigermaßen ordentlich abläuft, aber ich würde es gerne mal zum Anlass auch da nochmal nachzufragen, weil ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das Thema medizinische Versorgung mit einer eigenen Notfallapotheke, was Produktion betrifft, haben wir am Sonntag besprochen, ist noch nicht entscheidungsfähig, muss passieren. Weil wir müssen uns überlegen, dass wir für solche Fälle, wo du ja merkst, dass sehr schnell nationale Entscheidungen getroffen werden, durch Beschlagnahmung und ähnliches mehr, und auch möglicherweise durch Kapazitätsengpässe, dass man da so eine Art Notfallstruktur entwickeln kann. Deswegen werde ich auch selbst einmal unsere Pharmaunternehmen einladen in Bayern, die wir haben große Player, darüber zu reden, was unser Beitrag sein kann. Realistischerweise müssen wir das aber auf Deutsch reden. Es gibt auch etliche Vorschläge, unabhängig vom Coronavirus,
auch von bayerischer Ebene auf die bundes- und europäische Ebene wieder hier mehr Produktion nach Europa, nach Deutschland, nach Bayern zu holen. Die gibt es aber unabhängig jetzt von Coronavirus, gibt es etliches an Vorschlägen, auch wenn es um Verträge geht und. Das ist einiges, was wir da schon auch gemacht haben. Oder dass Krankenhäuser längere Zeit Sachen vorhalten dürfen, im Moment, dass sie auch da einen festen Tagerahmen und. Julian von der BSBR. Die Devise lautet jetzt eindämmen. Welches Szenario müsste denn bis Ostern passieren, dass Sie den Beschluss mit den Veranstaltungen zum Beispiel wieder zurücknehmen? Also schauen Sie zum Beispiel auf die Zahl der Neuinfektionen. Das wird jetzt aus China als Erfolg in Anführungsstrichen vermeldet. Oder welche Kriterien haben Sie da? Ich glaube, es ist ein Bereich, wo man natürlich tagesaktuell immer entscheidet. Dass, wenn natürlich weniger Neuinfektionen dazukommen, mehr Menschen als geheilt da sind, dann hat man ja schon eine gewisse Möglichkeit zu sagen, okay, es scheint sich in die quasi richtige Richtung zu entwickeln. Ich wäre aber heute vorsichtig zu sagen, dass wir diesen 19. April, Stand heute, ich glaube, dass wir die Zeit wirklich gut brauchen und sehe momentan jetzt nicht, dass wir nicht zurückfahren, die Maßnahmen, sondern erwarte ja das Gegenteil. Zweite Neuinfektionen wurde von der ZAPF noch gerade zugetraut. Vielleicht ergänzen Sie das noch, weil das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. So wird ja gerade auch in China die Bemessung gemacht, ob man glaubt, dass die Krise am Abflauen ist oder am Steigen ist. Genau. Haben Sie jetzt genau die zentrale Statistik dargestellt oder erfragt, die auch für mich ganz relevant ist, die ich mir jeden Tag anschaue. Und zwar, das ist überall weltweit, das ist die Statistik, wie viele Neuerkrankungen sind an diesem Tag passiert. Und wir erleben in all diesen Infektionserkrankungen, die Epidemien, in der wir uns befinden, erstmal einen Anstieg. Die Maßnahmen, die ergriffen werden oder die präventiv sind, greifen immer erst etwas später. Also sprich, sodass es sich dann in der Kurve auswirkt, dass die Zahl der Neuerkrankungen erstmal ein Plateau erreicht und dann zurückgeht. Also wir sind momentan mal angenommen in Bayern beim Anstieg jetzt nach der Erkrankungszahl und hoffen natürlich sehr rasch, dass es irgendwie zumindest mal in einem Plateau kommt. Und danach wird man, und das ist auch nochmal die zentrale Informationsquelle, in der man dann die weiteren Maßnahmen nachsteuern muss, neben der Frage, wo haben sich eigentlich die Personen angesteckt, wie ist das angesteckt, die Infekte, die tatsächlich, das spielt ja auch eine relevante Rolle. Also das sind so die zwei Faktoren, die man. Gute Gesundheit wünsche ich. Danke. Wir fahren hoch und wieder.